Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Immer noch so warm, immer noch like so warm. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. Eine Freundin hat mir neulich diese Uraltwerbung, weißt du noch? Diese Uraltwerbung? Oh. Ja. Der Moment, ja, wo diese Badenixe aus ihrem Bikini den Reißverschluss und dann da das Eis aus dem Dekolleté zaubert. Die uralte Werbung. Hallo, da war ich mitten in der Pubertät, das darfst du nicht machen. Ja, das ich weiß. Du nicht. Nein. Ich weiß. Aber das bei der Pubertät machte ich sogar eine Fußmatte scharf. Ja, wir sind gut drauf heute Morgen, ne? Wir sammeln schon wieder so viel. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. So. Hast du denn gut geschlafen? Und gib mir erstmal den Kaffee rüber. Jetzt erstmal ganz entspannt hier. Weil ich bin irgendwie mit Sabbelwasser. Ach du Elend, das wird eine Annika-Folge. Annika trinkt Sabbelwasser. Dann fange ich erstmal an. Also, weißt du was, mein Schatz? Wir sind auch richtig klasse, ne? Super Profis, wow, ganz cool. Weißt du, dass wir verpennt haben, dass wir letzte Folge, die 10. Podcast-Folge schon... Es war? Die 10., ja stimmt. Die 10. Und wem haben wir das zu verdanken, dass wir das wussten? Peter aus Wien. Peter, falls du es hörst, grüß Gott nach Wien. Geh. Ja, wie schön. Ja, viele Grüße in unsere Lieblingsstadt. Ja, da trinkt man einen Verlängerten auf jeden Fall. Ja, im Café Zentral. Auf im unsere, Café Zentral, ja. So. Genau, wie schön. Und der Peter hat nämlich geschrieben, ich habe es extra rausgesucht. Also, hast du? Ja, hast du schon lieber Psychologe Thiel, vielen Dank für die ersten 10 Podcast-Folgen. Ja, nee, bitte. Ne? Auch gerne. Das machen wir doch gerne. Ist das nicht schön? So, hör zu. Macht sehr viel Spaß Ihnen und Ihrer Frau auch für Samba Zi, New York. Nee, das ist gut, finde ich sehr nett. So, macht sehr viel Spaß Ihnen und Ihrer Frau beim Schnacken, Frühstücken und Lachen zuzuhören, auf viele weitere Folgen zu interessanten Themen. Danke. Weißt du, sowas ist, ich finde das unglaublich schön. Ja. Ich höre das so gerne und ich lese diese ganzen Zuschriften oder wie sagt man, Postings oder wie man das nennt, Post, so gerne, wenn du mir die zeigst. Das ist nämlich ganz ehrlich. Und das ist einfach, hier ist kein Kommerz, hier ist gar nichts. Wir sitzen hier, wir frühstücken. Keine Werbeunterbrechung. Noch nicht. Das für irgendwelche Psychopharmaka oder Frühstücks. Irgendwie ja, genau. Brötchen. Ja, hallo. Ne? So, nichts davon, sondern nee, das ist so ganz ehrlich. Und ich finde das toll. Das gefällt mir richtig gut. Nee, das heißt ja auch, wenn jemand wirklich sagt, ja, gefällt mir, dann wissen wir beide, das machen wir. Wir beide hier beim Frühstück. Wir können Leuten freuen. Ja. Und das ist jetzt Peter. Wir haben auch noch andere nette Zuschriften sowieso. Also haut raus. Ja, nee, finde ich wir ganz Wir freuen toll. Uns wirklich. Annika ist ja nicht so auf Social Media. Nee. Ich dafür mehr. Das heißt, dann machen wir immer Michaels Märchenstunde und ich lese hier dann oder zeige hier dann, was ihr so geschrieben habt. Also bitte gerne. Und Punkt. So. Nee, aber das ist, also ich werde jetzt mal ein bisschen ernsthaft, das wissen ja auch einige, dass wir beide ja in den letzten Jahren beide mal so einen Krankheitsschub gehabt haben, nicht von schlechten Eltern, sondern so richtig heftig. Und komischerweise verändert man sich ja schon nach solchen Schicksalsschlägen oder wie soll man das nennen, so lebensbedrohlichen Situationen. Man denkt ja hinterher doch schon darüber nach, was ist wirklich wichtig, was gefällt mir, was will ich wirklich, was schiebe ich jetzt einfach mal in die Ecke, was muss ich nicht mehr haben. Und ich merke so aufs Alter, wie ich immer ganz gerührt bin, wenn ich ganz ehrliche, schöne Meinungen nur so für mich kriege. Und was die Menschen ja nicht wissen, als Michael krank war, da haben sie ihm ja einen Emotionschip eingebaut im Krankenhaus. Echt? Ja, du hast zum Professor gesagt, der Kerl soll jetzt heulen. Das bedeutet nämlich, es erklingt irgendwo die Nationalhymne. Es gibt eine traurige Szene in irgendeinem Film. Oh. Und der Psychologe ist unglaublich gerührt. Ja, aber wie? Ich sagte, das ist aber typisch. Nach so einem Aneurysma, was ich ja gehabt habe, habe ich auch von anderen gehört, ja, man wird tatsächlich emotionaler. Dir gefällt das. Ich
probiert, damit umzugehen. Was irgendwie scheiße ist, wenn ich höre ja nun auch in der Praxis manchmal echt traurige Geschichten. Und dann wird auch, natürlich wird auch geweint und so, das gehört mit dazu. Und das ist heute der Platz in der Psychotherapie in meiner Beratung, dass die Leute dann auch wirklich weinen dürfen und weinen können. Und das ist wichtig. Nur es ist befremdlich, wenn der Psychologe dann plötzlich mit anfängt zu heulen. Ich habe gleich diese Vision, nur was für ein Bild ich gerade im Kopf habe. Ne? Ja, der völlig verschwiemelte Psychologe, tonnenweise Kleenex um den Tisch und der kann ihre Geschichte nicht hören. Und dann heulen wir beide da. Nein. Nee, also so viel. Ich weiß, wie du das meinst, ja. Ja, das ist schön. Nein, ich habe auch Kleenex-Tücher bei mir in der Praxis und dann, nein, ich kann mich so, ich halte mich natürlich, wie soll ich sagen, so kontrolliert, ja, du bist um ja trotzdem Profi, einfühlsam zu sein und dann so, weil stell dir mal vor, so ein, du hast einen Chirurgen oder so, was, und dem tut das immer so weh, wenn er an dir rumschnibbelt. Nein, das geht. Nein, eine gewisse Stabilität. Ja, weil dann denken plötzlich die Klienten, also das darfst du nicht erzählen, der fängt gleich wieder an zu heulen und das will ich ihm ja nicht antun. Nein, das nicht. Aber ich finde es trotzdem reizend. Also mir gefällt das extrem gut. Schön. Weil das ist, ich glaube, dass es für dich auch leichter ist. Ich merke auf jeden Fall, dass du richtig ausgeglichen bist. Dankeschön. Und ja, also so so in den letzten Tagen, es war ja sehr heiß, aber wir haben irgendwie viel gelesen und wir haben so das Wetter eigentlich so ein bisschen so weggewindet und das war schön, mal so nicht viel zu machen, sondern sich mehr so ein bisschen, es war einfach viel zu heiß, um irgendwie so hektisch durch die Gegend zu düdeln. Aber wir basteln ja schon wieder so an neuen Ideen und auch neuen Projekten, was ja immer Spaß macht, ne? weil wir das ja zusammen machen können. Das ist klasse, und, ne? Und eine Sache, ich weiß gar nicht, wie wir beide drauf gekommen sind. Es geht ja darum, wie sich, also ich habe damals im Studium bei einem großen Forschungsprojekt, willst du noch eine Scheibe Brot haben? Gerne. Mitgearbeitet. Ich habe so fasziniert zugehört, weißt du. Da ging es um die Entstehung und Auswirkung von frühen Eltern-Kind-Bindungen. Das heißt, wir haben wirklich zusammen mit der Schweiz und mit Hamburg und mit so, haben wir haufenweise Familien, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, untersucht. Schon vor der Geburt und dann nach der Geburt und beobachtet. Und, ne? beobachtet und mit Fragebögen und alles damals noch ganz aufregend mit Video. Das war noch nicht so selbstverständlich mit Video. Und die ging dann automatisch an die Videokamera. Die wurde auf den Wickeltisch zu Hause ausgerichtet, weil wir dachten, oder der Professor dachte ja, an so Wickelszenen, da ist ja viel Interaktion. So. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, den sogenannten Strange Situation Test, den fremde Situationstest mit den Kindern und ihren Eltern zu machen, wenn sie ein Jahr alt geworden sind. Strange Situation Test ist ein sogenannter Bindungstest. Das heißt, mein Job war zu gucken, welche Beziehung, welche Bindung, welche psychologische Bindung zwischen Eltern und Kindern entstanden ist im Laufe des ersten Jahres. Da die Theorie dahinter ist, dass es ganz wichtig ist, dass es ein emotionales Band zwischen Eltern und Kindern gibt. Ja, aber da gibt es natürlich auch Bindungen, die sind nicht nur sicher, sondern die sind eher unsicher, unsicher vermeidend, unsicher ängstlich, unsicher desorganisiert, also so ganz schlimm. Und das findest du raus, so die Theorie, wenn du die also ins Spielzimmer einlädst, was ich dann gemacht habe. Und Strange Situation heißt, Mutter und Kind am Anfang sind alleine in dieser fremden Umgebung, da wird geguckt, sucht das Kind die Sicherheit bei der Mutter? Wie sicher spielt das Kind auch, wenn es weiß, Mutti ist da? Und dann also eine fremde Umgebung. Eine fremde Strange Situation. Ich habe jetzt erst gedacht, Strange Situation bezeichnet irgendwas wie wirklich strange. Also, irgendwas also so Horrorfilm. Nee, ja, so ganz ungewohnt. Also für so vielleicht ein Geräusch oder irgendwie sowas. Ja, jetzt ist es richtig doch. Strange, weil... Jetzt ja, kommt eine dann fremde, kommt der Tier rein. Strange, nee, ich noch nicht. Ganz ich muss, strange. Ich saß hier mit der Einwegschreibe. Nein. Entschuldigung. So, es kommt dann eine fremde Situation, eine fremde Person rein in dieses Zimmer. Da wird auch geguckt, wie reagiert das Kind und was passiert da. Und dann Höhepunkt, Mutti geht raus und Kind ist alleine mit dieser fremden Person, wird auch geguckt. Und dann nochmal kommt Mutti wieder rein und dann wird geguckt, wie reagiert das Kind, wenn die Mutter wieder reinkommt. Das ist sehr komplex, aber ich sage nur, du kannst nach diesem Schema gucken, wenn das Kind die Sicherheit zur Mutter sucht, wenn es sich beruhigen lässt, wenn es so das Gefühl hat, so Mutti ist da, alles wird gut und ich kann auch in Ruhe weiterspielen, wäre das zum Beispiel ein Zeichen für eine sichere Bindung.
Ich habe aber auch erlebt, wie Kinder, wenn die waren richtig gestresst, haben richtig geheult, Mutti will das Kind auf den Arm nehmen und die Kinder hauen die Mutti weg und trommeln und wollen gar nicht. Das ist eher ein Zeichen, da ist irgendwas nicht so ganz richtig und nicht so ganz in Ordnung. Und so habe ich dann also haufenweise Kinder Windel voll oder blöden Tag erwischt. Irgendwie so. Oder die Mutter hat wieder dieses furchtbare Parfum drauf. Oder die hat tatsächlich jetzt ernsthaft, das Kind hat früh schon die Erfahrung gemacht, auf die Alte kann ich mich sowieso nicht verlassen, weil die gibt mir nicht die Sicherheit, die ist immer nicht da mit ihren Gedanken oder auch körperlich, die ist nicht da, wenn ich sie brauche. Ich muss alleine mit meinem Kram klarkommen. Alles natürlich sehr unbewusst so. Aber nun ist das ja, so eine, wie soll man das mal sagen, ein Experiment oder das ist eine Untersuchung. Das ist ein Experiment. Das ist Untersuchung, ein psychologisches Experiment, genau. Genau. Wobei, ist ja wie immer, ich freue mich ja drüber, immer über diese Experimente. Ich bin da ja immer ein bisschen kritisch, weil es kommt ja jetzt darauf an, wer kommt rein. Ist das ein großer Kerl oder ist das eine etwas kleinere Frau? Hat das Kind vielleicht gelernt, dass die Freundin kommt? Hat gleich Vertrauen zu den verschiedenen? Gehen zu Hause viele ein und aus? Das sind ja alle so Faktoren, die man nicht unbedingt da jetzt in dieser Prüfungssituation hat. Nein, aber das Experiment, das ist schon standardisiert. Es war auch immer die gleiche strange Person, die da dann so reinkommt. Und das geht, was die Hintergründe jetzt genau sind, warum das Kind so und oder so anders reagiert hat, das spielt in dem Experiment erstmal noch nicht so die Rolle. Da will man dann weiter gucken. Erstmal nur ganz cool reagieren. Und warum unterhalte ich mich jetzt gerade über meinem Kümmelkäse und meinem Kaffee mit dir darüber? So, und was hat das mit uns zu tun? Ja, du denkst das ist weiter. Ja, und warum müssen die armen Menschen sich das anhören? Das ist der Vorspann. Weil ich habe das Gefühl, so vieles, was wir auch in letzter Zeit so auch erzählt haben hier im Podcast, denk an die Flüchtlinge, wo dann die Diskussion kam, soll man denn Flüchtlinge wirklich retten, wenn die da am Ertrinken, am Sterben sind. Ich denke immer noch an die Situation bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo diese herzhafte Frau, wo kam die noch her? Entschuldigung. Du hast den Mund voll. Kroatien. Aus Kroatien, die da jeden abgeknuddelt hat und die konnten sich gar nicht dafür retten. Und so ein blöder Putin hat sie, der saß im Trocknen und alle anderen im Regen. Für mich waren das immer so Zeichen dafür, welche Bindung haben diese Menschen zu anderen Menschen? Wozu sind sie in der Lage, Bindungen aufzubauen? Und zwar in kürzester Zeit. Und ich habe auch noch das Bild vor Augen von diesem NBA-Star, diesem Basketball-Star, der auch auf so einem Rettungsboot war und der dann auf der Pressekonferenz geheult hat, weil er das erste Mal in seinem Leben ein totes Kind gesehen hat, ertrunken. Er dachte, es wird schlafen, aber es war tot. Der hat also auch da eine Bindung aufgebaut. Der war bindungsfähig zu diesen Menschen. So. Heißt das denn, dass das ist ja eigentlich ein empathisches Verhalten? Genau. Davon sprechen wir hier öfter. Was ich meine, Empathie mit. Feinfühlig. Genau. Eine Sensitivität an den Tag legt, um empathisch zu sein. Genau. Heißt das denn in deiner Denke, dass Bindungen am besten passieren da, wo jemand empathisch ist? Danke, Annika, genau. Eine Voraussetzung, so sagt auch die Theorie, du musst feinfühlig sein. Du musst also dich in der Lage sein, in den anderen Menschen, in das Kind, in sonst wie was hineinzuversetzen. Du musst den Kopf frei haben auch und auch den Mut haben, sich in die Lebenssituation des anderen einzufühlen. Und dann musst du das richtig interpretieren und im Falle von Mutter und Kind dann auch möglichst richtig reagieren. Also nicht jedes Weinen vom Kind heißt, ich habe Hunger. Oder ich habe die Windeln voll, es kann tausend verschiedene Situationen geben. Aber das weiß man ja als Mutter, dass man da auch Fehler macht. Da haben ja auch fast alle Eltern erstmal richtig Angst vor. Das ist Versuch und Irrtum. Ja. Aber ist es da nicht auch so, dass das eigentlich das Faktische, also ob jetzt das Fläschchen gegeben wird oder nochmal die Windel voll, das lernt man ja auch in der Zeit, das Quieken zu interpretieren und den Geruch wahrzunehmen. Sehr schnell manchmal. Oder wie das jetzt im Einzelnen ist. Wichtig ist doch dabei eigentlich diese Ansprache, ne? Die das in den Arm nehmen und also die Bindung, die wirklich das, genau, das Miteinander. Du lernst, also Bindung ist immer Kommunikation, das sich kennenlernen. Auch es gibt keine angeborene Bindung. Also ganz am Anfang gibt es ein bisschen so Oxytocin, so ein Bindungshormon wird ausgestoßen, dass die Mutter schon das Kind auch annimmt. Aber nachher ist Bindung ist immer Kommunikation. Und das ist wichtig. Du musst also als Mutter, Vater, wir reden immer von Müttern, das gilt für Väter, Onkel, Tante, Oma ganz genauso, für alle Bindungspersonen. Ja, klar. Du musst den Kopf frei haben für das Kind. Du darfst nicht mit anderen, ich habe Fälle gehabt, wo die Mutter eben drogenabhängig war oder der Vater mit
mit Alkohol oder sowas zu tun haben, die haben natürlich nicht den Kopf frei, um so eine Bindung aufzubauen. So, und das ist jetzt etwas, wo ich weiter drüber nachdenke und auch, wo wir beide ja auch schon mal angefangen, drüber nachzudenken. Für mich ist dieses Bindungsthema in unserer Zeit besonders ganz zentral. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber auch die Art und Weise, wie du mit dir umgehst. Also welche Bindung hast du mit dir? Mhm. Findest du dich selbst eigentlich so ganz in Ordnung? Mhm. Verstehst du auch, was du eigentlich willst und was mit dir los ist? Oder findest du dich selbst irgendwie blöd und verstehst die Welt nicht und dich auch nicht? Wie gehst du mit anderen Leuten um? Wie gehen sie mit dir um? Mhm. Wie ist die Bindung zu deinem Körper? Wie ist die Bindung zu allem Möglichen? Das ist zentral. Und da würde ich jetzt gerne tatsächlich so richtig weiter drüber nachdenken. Und da habe ich so für mich gedacht, ich war in Hamburg zu Hause im Büro und habe tatsächlich meine alte Diplomarbeit von Höre und Staune 1987 mit der elektrischen Schreibmaschine geschrieben, rausgeholt und da nochmal ein bisschen nachgelesen. Und das, was ich damals geschrieben habe, hat heute noch Bestand. So. Und da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich gedacht, jo, das willst du doch der Welt irgendwie noch mitgeben. Und da kam ich dann auf einen Psychoanalytiker, Erik H. Eriksen heißt er. Also nicht zu verwechseln mit Milton Erickson. Nee, Milton, das ist der Hypnose-Mensch, nee. Hypnose. Nein, Erik H. Eriksen ist ein Psychoanalytiker gewesen, ist leider schon gestorben. Und der hat eine Stufenentwicklung der menschlichen Entwicklung aufgezeigt. Und die erste Stufe, der sagt also, du musst bestimmte Konflikte lösen in deiner Entwicklung im Laufe deines Lebens, damit du weiterkommst. Der erste Konflikt ist der Konflikt zwischen Vertrauen versus Misstrauen. Also Urvertrauen versus Urmisstrauen. Das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Dann gibt es ganz viele Phasen, 8 Phasen. Oh Mann. Ja. Eine Nachfolgerin von ihm hat noch eine 9. Phase. Und ich bin, glaube ich, in der 7. Phase. In der Phase der... Das hört sich an wie so ein Ballerspiel. Level 7. Level 7. Und der Thiel düst jetzt los, Level 7. Und ich bin in der Phase der Generativität stecken geblieben. Generativität heißt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte einfach von dem, was ich in meinem Leben so erlebt habe, im Laufe von so fast 30 Jahren Psychologentätigkeit, möchte ich einfach weitergeben. Der zukünftigen Generation, zukünftigen Kollegen, Therapeuten, möchte ich einfach von dem, was ich so erfahren habe, von meinem Wissen, was in die Welt schmeißen. So, in der Phase, liebe Leute, liebe Annika, befinde ich mich so. Ach du Elend. Ja, scheiße. Ne? Das heißt, in der nächsten Zeit werde ich also, und wir alle werden jetzt also überschüttet mit deinen Erkenntnissen. Jo, mit meinen Weisheiten. Mit den Weisheiten hier. Nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist interessant. Also im Moment, wir fassen zusammen, da haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen, wir sind dabei, so ein Modell zu entwickeln, nachdem man vielleicht in der Therapie weiterhin auch noch arbeiten kann, so ein Bindungsmodell, das also Bindung, Bonding, also nicht zu verwechseln mit Bondage. Oh, Shades of Grey, nein, Obwohl, nichts mit Sex zu tun. Heutzutage, es verkauft sich alles besser mit Sex. Echt? Ne? Ja. Sollte ich da vielleicht... Vielleicht machen wir einfach Bonding und alle verwechseln das. Und dann mit Bondage. Und dann, mit haben, Bondage wir und dann haben wir einen mega... Bestseller. Und macht ja nichts, wenn die das dann aufmachen und sehen da so trockenen Bindungskram. Dann wie Trump, der hat auch gesagt, oh scheiße, ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Ich wollte eigentlich Nein sagen, aber irgendwie habe ich das Nein vertüdelt. Okay. Ja, okay. Gut. Also Bindung, ja. So ein Modell, weil es eben interessant ist. Es ist ja auch interessant, vieles regelt sich. Also man kann nur als Beispiel, jetzt haben wir jetzt ganz, ganz viel Theorie abgelassen, aber in der Praxis ist das so, man geht in einen Laden und möchte etwas kaufen. Man kann ganz schnell mit dem Verkäufer eine Bindung aufbauen, also so eine sagen wir mal, eine Bindung, so die leichte erste Stufe 1, ne? Stufe 1 der Bindung, wo man ganz kurz, ganz oberflächlich so sagt, Mensch, ja, ach, das sieht eigentlich toll aus und sagt ein paar Takte dazu und man kommt so in so ein ganz kleines Gespräch. Das ist so eine ganz oberflächliche, kurze, kleine Bindung. Schafft aber eine angenehme Atmosphäre. Ich habe vielleicht ein schönes Gefühl dabei, habe die Bluse, Schuhe, was weiß ich, oder den tollen Käse jetzt gekauft und der fühlt sich auch gut und sagt nachher am Ende des Tages, ich hatte heute nette Kunden. Genau. So. Es kann auch sein, dass ich da reinstürme, gar nichts sage und ich kriege 250 Gramm. Und dann habe ich keine Bindung aufgebaut. Das ist dann eine Nichtbindung.
Phase praktisch null. Und dann hat man das Gefühl, man ist, wenn man da ganz viel von hat am Tag, auch mit Kollegen oder so, beißt alles weg, ist so, dann hat man natürlich schon das Gefühl, man ist einsam auf diesem Planeten. Ja. Oder nicht nur aus Aggression, sondern weil man vielleicht sich nicht traut oder so. Und da wäre es dann schön, wenn man genau daran arbeitet und sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr so schüchtern durch die Welt gehen. Ich möchte schon das Gefühl haben, dass ich nicht einsam und allein bin. Wie kriege ich das hin? Dass ich ein bisschen mehr das Gefühl habe, ich bin irgendwo ein Teil der Gesellschaft. Ja. Und da gibt es dann natürlich Schritte, was weiß ich, Kommunikation zum Beispiel, genau. Dass man lernt, ein bisschen mehr von sich zu erzählen, auch mal anderen zuzuhören und so weiter. Also es hat ja ganz praktische Hintergründe, über was wir uns hier Gedanken machen. Das hört sich jetzt alles so theoretisch an, hat aber natürlich den Sinn, dass es einem hilft. Und da kommen dann die ganzen Erfahrungen zugute, die man dann natürlich einbauen kann und meine auch. Und dann entwickeln wir wirklich so ein, ich finde das gut, ich finde das, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch das Recht dazu, jetzt nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, sowas zu entwickeln. Ich glaube, man muss eine gewisse Erfahrung auch haben. Und, also jeder kann irgendwas entwickeln. Entwickeln, ja, aber das... Jeder kann über irgendwas nachdenken und etwas entwickeln. Ich bitte drum. Also keine Schere im Kopf. Nein. Wenn jemand eine Idee hat oder so, ruhig darüber nachdenken. Das kommt, also raus, es, die Gründe, warum man etwas immer nicht machen kann, sind viel größer als das aber mal verprobiert zu haben. So ja. Also und ich glaube aber für mich und für dich... Du unterstützt und machst ja genauso mit. Also das ist jetzt ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, und das ist das Schöne. Und wir legen jetzt los. Und das geht, um das nochmal, weswegen ich so im Moment so drüber nachdenke und so begeistert bin und auch schon angefangen habe zu schreiben. Wenn du das Gefühl hast, die Welt ist für dich offen und die Welt bietet dir auch was und du kannst ja was auch aus der Welt, du hast aus der großen Torte Welt, kannst du dir ein fettes Stück rausnehmen und fühlst dich wohl. Das ist das mit sicherer Bindung. Also wenn ein Kind sicher gebunden ist, dann hat es auch das Gefühl, was immer auch passiert, auch wenn ich auf die Nase falle, es ist schon jemand da, der passt auf mich auf. Mhm. Und damit kann ich mich auch weiterentwickeln und bin experimentierfreudig. Und das können wir ein Leben lang. Mhm. Das hat nichts mehr was mit Kindern zu tun. Das können wir ein Leben lang. Das wollte ich gerade sagen. Schluck doch nochmal runter. Ich versuche immer so kleine Lücken bei dir zu finden. Ja, ich halte schon den Mund. Ja, du siehst, ich bin begeistert. Ja, das, ich bin ja froh. Ja. Emotionschip funktioniert. Aber das, ich finde das auch gut. Also wenn du dir überlegst, dass jemand zum Beispiel in der Familie Rückhalt hat, plant irgendwas. Kinder sind jetzt ein bisschen größer und einer von beiden überlegt, Mensch, ich möchte doch mal gern noch mal ein bisschen was lernen, vielleicht einen Meister machen, vielleicht studieren oder Beruf wechseln oder... Oder jetzt doch anfangen, vielleicht Haus umbauen oder irgendetwas. Also so eine Art Projekt. Da ist es doch immer toll, wenn der Partner mitzieht. Und das ist dann eine sichere Bindung, wo man wirklich sagt, du Schatz, finde ich gut, großartig. Ja. Was immer du da machst, finde ich toll, ich unterstütze dich. Und wenn du auf die Nase fällst, kommst du wieder zurück. Das dann ist es das. Dann bist du auf das die Nase so gefallen, who cares, dann packe ich ein Pflaster drauf, mach einmal Ei und wir sind trotzdem zusammen, alles gut. Aber du hast es wenigstens ausprobiert. So, und das ist das, was man eigentlich in einer Beziehung auch dann sicher gebunden eigentlich nennen kann. Genau. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn du so ein Pech gehabt hast und du bist nicht so behütet aufgewachsen, hast nicht diese Bindung aufbauen können, heißt es ja nicht, dass du das nicht noch nachholen kannst. Wichtig ist, das zu erkennen. Und dann, denke ich, ist eine Aufgabe von uns beiden, Schritte zu entwickeln. Wie kommst du denn da raus? Wie kommst du aus diesem unsicheren Lebensgefühl in ein sicheres Lebensgefühl? Vielleicht müsstest du jetzt an dieser Stelle nochmal erklären, wir hauen jetzt hier immer so mit den Begriffen sicher gebunden und unsicher gebunden rum. Vielleicht müsstest du das mal einmal nochmal erklären. Was beziehst du denn? Lass mich mal ein Pfirsich essen, redisch. Gut, also nochmal, ganz, ganz kurz, aber das wird alles nochmal ausführlicher kommen. Nur mal, sicher gebunden, was jetzt Kinder angeht, aber auch was überhaupt, auch was Erwachsene generell. Dieses Gefühl, dieses innere Bild, was du hast von dir selbst, wenn du auf Menschen triffst, die sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung. Ich liebe dich, ich schütze dich, ich bin sicherer Hafen für dich. Und was immer auch passiert, ich bin da für dich und ich verstehe dich auch. Ich verstehe deine Signale und versuche die auch richtig zu interpretieren.
wenn du so aufgewachsen bist oder wenn du auch als Erwachsener solche Menschen um dich herum hast, dann hast du wirklich das Gefühl, das Leben ist gut und das Leben ist wirklich offen zu mir und ich kann mich auch austoben und ich brauche einfach keine Angst zu haben. Das und dazu gehört aber auch als Erwachsener eine bewusste Entscheidung. Manchmal hat man in seiner Umgebung Leute, die einen hindern, die eine Bremse sind, wo du irgendwann dann auch mitkriegst, der tut mir nicht gut, der tut mir echt nicht gut. Dann ist es gut, wenn man dann bewusst sagt, ich will das nicht mehr. Zum Beispiel. Ich trenne mich. Hm. Ich mach mal, jahrelang zieht mich diese Freundin runter. Ich reduziere den Kontakt einfach. Ja. Das tut mir nicht gut. Ich kümmere mich jetzt lieber um die und die oder mit der Familie oder mit den Leuten komme ich viel besser klar. Die unterstützen mich. Das brauche ich jetzt. Aber ein bisschen so ein Tucken, also zu diesen Bindungen gehört auch, dass man sich seiner bewusst ist, also nicht nur aufgibt und für andere da ist, sondern dass man auch von anderen sich selbst gegenüber diese Sicherbindung einfordern kann. Wenn ich von Empathie spreche für andere Menschen, dann kann ich auch Empathie von anderen erwarten. So. Und auch für dich selbst, also dass du selbst überhaupt merkst, was bekommt dir gut und was nicht. Menschen, die eher unsicher gebunden sind, die haben aber meistens Angst. Die haben auch Angst vor diesem Schritt, alleine dazustehen. Mhm. Also sie haben da sowieso das Gefühl, und jetzt kommen wir zu den unsicher gebundenen, da gibt es einmal die Ängstlichen, die wirklich hyperängstlich sind und sagen, nee, ich bleib lieber bei meinem Partner, auch wenn er mich nicht gut bekommt, ist besser, als wenn ich so ganz allein der Welt ausgeliefert bin. Das kann passieren, wenn man in der Kindheit, wenn die Mutter unbewusst widersprüchliche Signale sendet. Ja. Also mal beim Schreien sofort da ist, mal sich überhaupt nicht kümmert. Okay, das wäre schon die dritte Stufe. Also, jetzt wollte ich mal ein bisschen klugscheißen. Ja, das gibt die Ängstlichen und das gibt die, die sogenannten... Wo kommen denn die Ängstlichen her? Die kommt schon aus diesem Gefühl, Mutter ist für mich nicht da. Ah, nicht da. Die ist so nicht da. Also ich kann mich nicht auf die verlassen, weil die ist mit anderen Sachen beschäftigt und nicht mit mir. Dann gibt es diese Ambivalenten. Das heißt, die haben schon das Bedürfnis, ja, nach Sicherheit, aber dann wieder, nee, aber ich kann mich doch nicht so drauf verlassen. Die sind so, stoß mich ziemlich. Das ist, wenn mal und mal nicht und so. Und dann gibt es noch die andere, noch die dritte Form der unsicher Gebundenheit. Das ist die sogenannte destruktive Bindung. Das heißt, das sind die Kinder, die sind sehr dramatisch, wo auch manchmal Gewalt in der Kindheit vorgefallen ist. Wo Kinder, wo auch die Eltern sehr belastet sind, zum Beispiel von Drogenabhängigkeit und so, wo die Kinder sich selbst auch wehtun, wo die auf gar keinen Fall, obwohl sie weinen, aber die würden auf gar keinen Fall zu ihren Eltern hingehen, weil sie das Gefühl haben, nee, die bekommen mir nicht gut. Also alles sehr unbewusst. Also das passiert, wenn Eltern, aber das muss ja nicht nur drogenabhängig sein oder so, sondern es passiert ja auch, wenn jetzt Eltern sehr harsch sind oder von den Kindern sehr viel verlangen. Oder zum Beispiel, aber das sind Gott sei Dank Zahlen, sagen, das ist wirklich eher die Ausnahme. Aber so, gibt diese Bindungsmöglichkeiten auch zu gucken, wie bist du als Erwachsener, welche Bindungsformen hast du, also wie bist du als Erwachsener, wie gehst du mit anderen Leuten um? Also du siehst, wir haben jetzt für Jahre Möglichkeiten, nein, Podcasts zu machen. Aber es ist ja generell mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, welche Beziehungen habe ich eigentlich um mich herum? Wie sind die Bindungen, die ich mit anderen Menschen eingehe? Und wie haben die sich entwickelt im Laufe der Zeit? Sind das jetzt engere, würde ich sagen, auf einer Skala von, wir haben jetzt, glaube ich, acht verschiedene Level mal so überlegt. Mhm. Ist das eine richtig volles Rohr? Ist das jetzt richtig super? Ist der ganz und gar für mich da? Nun, also wirklich richtig top. Und das ist doch eher so, dass ich denke, Mensch, eigentlich habe ich doch manchmal Unsicherheiten und fühle mich doch nicht so ganz aufgehoben. Mhm. Woran liegt es jetzt eigentlich? Geht ja nur darum, dass man das mal so überlegt und vielleicht mal überlegt, wie kann man es vielleicht besser machen. Und dann Übung, und das wäre dann auch noch, also ich bin ja immer so ein praktischer Mensch, also ich möchte dann auch Wege rauszeigen. Das heißt, dass sie diagnostizieren, ich habe so und so und ich bin meinetwegen unsicher geworden, aber wie geht es denn jetzt weiter? Das heißt, es ist ja nicht so spät, auch als Erwachsener, wenn du das erkannt hast, etwas dran zu ändern. Und das wäre so, dass wir dann vielleicht auch in der Stufe dann so ein Handwerksbuch, so ein Arbeitsbuch machen. Ja, oder ein Webinar. Sag mal, was hältst du denn davon? Vom Webinar? Vom Webinar. Habe ich noch nie gemacht. Ja, na und, du hast auch noch nie einen Podcast gemacht. Stimmt. Was ist das denn für eine Idee? Da fragen wir doch mal unsere Community, unsere Lieben. Übrigens auch eine Bindung auf Facebook, da hast du auch einen irrsinnigen Rückhalt und ich hoffe, du kannst den noch ein bisschen zurückgeben. Mhm. Wie ist denn das? Also ein Webinar. Habt ihr Bock auf ein Webinar? Soll ich das geben?
Ja, ne? Ja, danke, Annika. Super. Hab ja sonst nichts zu tun. Also ja, hauen wir noch ein Webinar raus. Ne? Nachts. Ich wollte auch eigentlich nur mal sagen, was ich jetzt so. Ja, nur schicker und angeb. Nee, so ist es. Du hast gesagt, da kannst du dann Lösungsmöglichkeiten. Ja, weil jetzt hören die jetzt alle. Toll. Und dann fragen sie sich, ja, was mache ich denn jetzt genau? Ich werde jetzt erstmal weiter noch einen Kaffee trinken. Ja. Und dann werde ich in mich gehen. Und ja, okay. Weiß ich zumindest, was ich am Sonntagnachmittag noch. Ja, überleg dir doch mal ein Webinar. Das heißt also irgendwie im Internet, dass da Leute dann zugucken. Die können das ja buchen für deine ganze Arbeit. Kannst du ja, was weiß ich, irgendwie 10 Euro nehmen oder sowas. 99 Cent, genau. Ja, dafür kannst du dich nicht tagelang hinsetzen. Bei 10.000 Leuten, die sich denn da melden. Ja, hahaha. Mann, nein, aber oder so irgendwie und... Nein, 59 nein. Ja. Und so für das Ganze, auch für die ganzen Technikmist und so. Und dann kann man ja so, dass man miteinander schnacken kann und hat dann da wie im Hörsaal praktisch schon so einen Hörsaal. So. Ja. Ich zeige das gerade mit den Händen so. Ihr ne? könnt das ja nicht sehen. Ja, das wird sehr spannend werden. Ja. Okay. Also da denken wir jetzt mal drüber rum. So, aber trotz allem, so kommen wir jetzt doch zum Ende und. Wir wünschen euch doch allen gesunde Beziehungen, Bindung ohne Ende, Freude, empathische Menschen um euch herum, endlos, die euch die Wünsche von den Augen ablesen. Heute Morgen am Sonntag, die mit Frühstück ans Bett kommen, sagen, Liebling, du siehst bezaubernd aus. Sowas in der und Richtung. Wer jetzt gerade keinen da im Bett hat, der sagt, Liebling, und du siehst vielleicht nicht bezaubernd aus, der wendet macht sich vertrauensvoll an sein Stofftier, das kann auch noch was sein. Sein Stofftier, für den kann man auch benutzen, als Übergangsobjekt heißt das. Oder der ist zu sich selbst einfach lieb und sagt zu sich selbst, Liebling, heute du siehst bezaubernd aus. Ich drehe mich noch mal eine Runde um. Ich bringe mir selbst einen Kaffee ans Bett hier. Ja, und leg mir gleich noch den kalten Lappen mit dazu, weil es so warm ist. Das sind die psychologischen weisen Ratschläge von Annika. Ja, ich bin immer praxisnah. In dem Sinne halten wir euch auf dem Laufenden. So, jetzt ist aber gut hier, sonst haust du noch was raus. Nicht doch. Webinar. Ja, Webinar. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.